Aber wir brauchen keine Gegenmaßnahmenwerfer. Wir halten uns gut, weiter so. Ja, und ganz schön ins Schild rein. Das Nomadenschiff nimmt Schaden. Feuer weiterhin darauf konzentrieren. Und da habe ich mich wieder fixiert. Gibt es denn hier keine Dead Zone oder so, wo man nicht getroffen wird? Wir haben es fast geschafft. Alle Geschwader, geben wir dem Ding den Rest. Allerdings. Geschafft! An alle! Die verbliebenen Jäger erledigen! Dann machen wir die Torpedos und Kappa. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Machen wir unsere Raketen aus und schießen den Rest ab. Hier, noch eins. Colonel Trent, Colonel Zane, verlassen Sie den Kampf und kehren Sie sofort zur Basis zurück. Sir, eben hat sich noch ein Nomaden-Mutterschiff enttarnt. Wir können nicht weg. Das ist ein Befehl. Unsere Wunderwaffe ist bereit. Verstanden. Kehren zur Basis zurück. Los, Trent, keine Nomadenjäger angreifen. Wir müssen zu Aurelien zurück. Das ist eine gute Idee, weil so richtig viele Schutzschildbatterien hatten wir bis jetzt nicht mehr über. So, dann docken wir mal schnell an und dann holen wir uns. Wir sehen uns auf der Oberfläche. Ja, genau. Ich zuerst und dann holen wir uns unsere Wunderwaffe ab. Bin mal gespannt, was es ist. Die Basis hat ganz schön was abbekommen. Die Evakuierung ist fast abgeschlossen. Wir müssen schnell landen. Trent, wir haben das Artefakt modifiziert. Jetzt sollte es funktionieren. Sie müssen es nur am richtigen Ort aktivieren. Wie sieht es da draußen aus? Unglaublich. Die Nomaden bekommen immer neue Verstärkung. Lange können wir sie nicht mehr aufhalten. Das war's. Alle Mann zu den Schiffen. Trent, Juni, Sie eskortieren den Wachter mit Quintain und Sinclair. Alles klar, Sir. Wir sammeln uns im Nebelfeld auf der anderen Seite des Systems. Quintain, fliegen Sie direkt zum Treffpunkt in den Nebel. Trent und ich geben Ihnen Deckung. Verstanden, wir sind unterwegs. Oh. Die arme Basis. Wir empfangen eine neue Signalgruppe. Ein weiteres Nomaden-Mutterschiff nähert sich Omikron. Alle Jägergeschwader, Feuer auf dieses Schiff und was Sie sonst noch aufbieten, konzentrieren. Unsere Leute brauchen unbedingt Zeit zum Evakuieren. Ich begebe mich zu Osiris. Colonel Zane, stellen Sie sicher, dass Quintain und Sinclair zum Treffpunkt kommen. Ja, Sir. Verdammt. Trent, wir müssen den Transporter unbedingt schützen. Quintain, fliegen Sie weiter zu Osiris. Verstanden. Wir müssen hier weg. So, mal schauen, wo die ist. Die Nomaden fallen zurück. Hier, Delta-Führer. Colonel Zane, wir sollen Sie zu Osiris eskortieren. Roger. Wie ist die Lage? Wir hatten hohe Verluste bei der Evakuierung. Nur 4 Transporter und etwa 2 Dutzend Jäger haben es zu Osiris geschafft. So schlimm? An alle Einheiten. Ich bin auf der Osiris und wir haben den Treffpunkt erreicht. An alle. Zurückfallen. Ach, wie schön. Jetzt hat Juni auch hier so einen tollen Jäger. So ein Anubis.
Und da hinten ist die Osiris. Da werden wir gleich landen. So denke ich jedenfalls. Colonel Zane, wir nähern uns der Osiris. Okay, alles klar. Los, landen Sie, Trent. Wir treffen uns auf dem Deck. Andocken. Jawohl, wir werden landen. Sind die denn alle? Die Besprechung läuft schon. Gehen wir. Ist jedem klar, was er zu tun hat? Aha. Also dann. Ah, Trent, Junko. Gut, dass Sie da sind. Wir besprechen gerade den Angriffsplan. Die Langstreckenscans zeigen ein Nomadensprungtor, das uns zum letzten Ziel führen wird. Wir fliegen durch die Badlands dorthin. Dadurch sind wir vor Nomadenangriffen geschützt. Wir fliegen durch das Sprungtor vermutlich direkt in die Heimatwelt der Nomaden. Dort werden wir dann improvisieren müssen. Wir teilen uns in 4 Gruppen auf. Trent, Sie leiten das Alpha-Team. Ich leite Team Beta und Colonel Zane Team Gamma. Eine Gruppe schwerer Bomber hält die Stellung, bis wir ihnen den Weg freischießen können. Noch Fragen? Okay, dann los. Okay, wir sehen uns im All. Okay, dann los. Ach je. Jetzt soll ich ein Team leiten? Das habe ich ja noch nie gemacht. Herr von Clausen, kommen Sie auch mit? Natürlich. Wir müssen doch die Nomaden von unseren Planeten fernhalten und uns rächen. Und außerdem schulde ich es unseren Gefallenen. Ohne Wenn und Aber. Viel Glück. Uns allen. Okay, Aurelion außerhalb des Schlachtschiffs Osiris im All treffen. Klar, wir machen noch mal unser Schiff fertig. Ich versuche da möglichst schnell durch zu switchen. So, Schutzschildbatterien, ganz, ganz wichtig. Und dann geht es ja los. Okay, wir sind jetzt alle da. Dann brechen wir mal auf. Aurelion zum Sprungtor. Sprungtor wurden in alle Neuralnetze hochgeladen. Folgen. Okay, Leute, los geht's. Ab in die Offensive. Die Osiris ist zu groß für das Nomadentor und kann uns nicht helfen. Ja, wie klein ist denn dann das Sprungloch, Tor? Laut unseren Scans ist das Nomadentor in der Nähe. Direkt außerhalb des Nebels. Erwartet heftigen Widerstand, wenn wir durch sind. Wie ist unsere Strategie? Die Osiris sorgt für Ablenkung auf der anderen Seite des Systems. Die Nomaden fallen hoffentlich darauf rein. Unsere Strategie ist, direkt in das Nomadentor zu fliegen. Wir glauben, dass der Heimatplanet der Aliens gleich auf der anderen Seite liegt. Unsere beste Chance ist ein Frontalangriff mit allem, was wir haben. Also wenn das Tor ist, dann verstehe ich nicht, warum die Osiris nicht da durchkommt. Also ich finde, das Tor ist riesig. Aber gut. Ich sehe das Tor. Da ist es. Seht euch das Ding an. Ich orte keine Schiffe. Haltet die Augen offen. Die Nomaden werden wissen, dass wir kommen. Da, ein Nomadenschlachtschiff. Alle Jäger, die Nomaden angreifen. Okay. Die Nomaden. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht vielleicht das Schlachtschiff angreifen sollten. Vielleicht sollten wir das doch machen. Ja, gut. Zuerst durch das Tor. Alle anderen folgen. Gut, dann docken wir mal an diesem seltsamen Nomadentor an. Aber das hat auf jeden Fall was Seiliges, das Tor, muss ich sagen. Und ab geht's.
Barriere aus. Wir müssen da irgendwie durchbrechen. Und wie machen wir das? Das ist riesig. Ich empfange mehrere starke Energiesignaturen von der Oberfläche. Das könnten unsere Ziele sein. Alle Schiffe zu der Barriere. Das sieht sehr interessant aus. Okay. Wir sollen also die Barriere aufbrechen. Beziehungsweise erstmal dahin fliegen und die wahrscheinlich knacken. Ja, werden wahrscheinlich wieder hier diese vier Punkte sein. Sehen jedenfalls sehr nach Generatoren oder sowas aus. Scheint aber stark abgeschirmt zu sein. Mehrere Generatoren geben dem Schirm so viel Energie, dass ich nicht durchkomme. Verstanden. Trent, Sie und Ihr Geschwader schalten die Generatoren aus. Alle anderen Einheiten kämpfen weiter gegen die Nomadenjäger. Okay, dann probieren wir doch mal. Hier zu stehen ist, glaube ich, keine gute Idee. Der erste Generator ist weg. Gute Arbeit, Alpha. Ja, und dann kommt der Mordsschaden hier rein. Ist jetzt auch weg.